Hi und herzlich willkommen heute zum Thema Hilfe, ich kann nicht aufhören, Gesundes zu essen. Ich mache regelmäßig ein Webinar zum Thema Hilfe, ich kann nicht aufhören, beziehe mich dabei in erster Linie auf Drogennahrung, sprich Zucker, Fett, Junkfood, Chips, Burger, dieses ganze Zeug und nicht so sehr auf Reis oder Kartoffeln oder sowas. Nichtsdestotrotz schreiben mir immer wieder Leute in die Kommentare: Ich verstehe das Prinzip, Silke. Mir ist klar, was du da sagst mit der Kaloriendichte und so weiter und so fort. Aber ich überesse mich auch sa an Sachen, die eine geringe Kaloriendichte haben. Zum Beispiel an Reis, an Bohnen, an Kartoffeln oder sowas. Und das passiert ziemlich oft, dass ich diese Frage gestellt bekomme. Daher möchte ich da jetzt mal drauf eingehen. Also das, was das ist, ist natürlich eine klassische Essstörung. Leute, was heißt klassische Essstörung? Nein, es ist kein Binge-Eating, es ist keine Bulimie, es ist keine Magersucht. Es ist dieses typische Diät-Essstörungs-Scheiß-Ding, wogegen ich mit dem Raus-aus-der-Lust-Falle-Programm, aber auch mit Abnehmen mit niedriger Kaloriendichte vorgehen möchte. Denn Diät halten, aufhören, an einem bestimmten Punkt zu essen, obwohl man noch gar nicht satt ist, führt genau dazu. Also die Leute vertrauen auf die Dauer nicht mehr ihrem Hunger- und Sättigungsgefühl und hören vorher auf. Und weil sie vorher aufhören, wissen sie nicht mehr, wann sie satt sind. Und dann erlauben sie sich mal so viel zu essen, wie es irgendwie geht. Also nicht irgendwie geht. So viel zu essen, bis sie satt sind, stellen aber dann, während sie essen, fest, dass sie mehr essen, als sie sollten, weil sie nur ein gewisses Kalorienbudget haben, sind der Meinung, sie würden dass dieses zu viel Essen von Reis oder Kartoffeln oder Bohnen oder sowas immer machen, für immer machen, in jeder Mahlzeit machen, was nicht stimmt. Und deswegen hören sie dann vorher auf. Und so wird das Problem nie geheilt oder behoben. Also, es kann schon sein, wenn man im Defizit lebt, wenn man essgestört ist, wenn man kein Gefühl mehr für Hunger und Sättigung hat, dass man dann, wenn man sich das erlaubt, in den ersten paar Mahlzeiten oder vielleicht sogar ersten paar Tagen oder Wochen tatsächlich viel zu große Mengen isst, weil man nicht weiß, wann Schluss ist, weil man nicht weiß, wann die Sättigung einsetzt, weil der Körper einem nicht mehr vertraut und denkt, boah, jetzt endlich kriege ich mal was davon, deswegen will ich jetzt so viel ich davon irgendwie kriegen kann, in mich reinstopfen. Und das ist mehr, als derjenige vom Verstand will. Ja, und wenn man als Essgestörter diese Sache ein oder zwei oder dreimal erlebt in Mahlzeiten, dass man offensichtlich auch die Kontrolle verliert über Kartoffeln, Reis, Bohnen, über sonst was, traut man sich weiterhin nicht. Und das ist genau der Fehler und so wird das Ganze für immer und ewig weitergehen. In Wirklichkeit ist es nämlich so, das passiert nur in der Fantasie, dass man für immer in jeder Mahlzeit auch zu viel Kartoffeln, Reis, Bohnen oder sonst was essen wird. In der Realität hört das auf, reguliert sich das wieder, wenn der Körper einem wieder vertraut. Vertrauen kann. Und das macht er nur, wenn man diesen Zeitraum zulässt. Wenn man ein paar Tage oder Wochen zulässt, sich auch zu überessen an diesen Sachen, die gesund sind. Es hört niemals, jemals auf, wenn man immer an einem Punkt aufhört, wenn man der eigenen Meinung ist, dass die Kalorien jetzt genug sind und niemals den Körper entscheiden lässt. Dann wird es für immer und immer und ewig weitergehen. Man ist immer essgestört, man kann sich nie satt essen. Man verliert dann noch mehr die Kontrolle über Drogennahrung und ist halt einfach immer in diesem ambivalenten Spannungszustand der Essstörung. Es fühlt sich schrecklich an. Auf die Dauer fühlt es sich total schrecklich an, besonders wenn man gar nicht weiß, wie es anders sein könnte. Und das erfahren halt immer meine Raus aus der Lustfalle Kursteilnehmer, wie entspannt und wie chillig und wie normal die Beziehung zu Essen wieder wird, wenn das weg ist, wenn diese Scheiße weg ist, diese Scheiße des Kontrollverlustes über Drogennahrung, diese Besessenheit von Essen, dauernd über Essen nachzudenken. Denn das macht man nur, wenn man in dieser Essstörung drin ist. Wenn man sich wieder satt ist an den richtigen Sachen und es sich wieder eingependelt hat, dann ist endlich so, oh, so, endlich ist Essen kein Problem mehr. Und trotzdem nehme ich nicht zu. Und
Ich bin im Reinen mit mir selbst. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Es ist nicht so, dass man sich für immer an diesen Sachen überessen wird. Es ist nur eine gewisse Zeit lang so. Und das Gute daran ist, an diesen Sachen, dass man von diesen Sachen nicht zunehmen kann. Denn sie haben eine Kaloriendichte von unter 1,5. Deswegen kann man davon so viel essen und man nimmt nicht zu. Selbst wenn man davon mehr Kalorien isst, als man von, keine Ahnung, Schokolade oder Zucker essen würde, nimmt man davon nicht zu. Man nimmt davon nicht zu. Es kann sein, dass wenn man von Low Carb kommt oder sowas, derartiges Essen, kohlenhydrathaltiges Essen zum einen dafür sorgt, dass die Glykogenspeicher in den Muskeln wieder gefüllt werden und in der Leber wieder gefüllt werden. Und es kann auch sein, dass wenn man nicht gewöhnt ist, so viel Ballaststoffe zu essen, dass die Ballaststoffe im Magen halt quellen und man, oder beziehungsweise im Verdauungstrakt und da nochmal durch Wasserzurückhaltung man mehr Gewicht auf der Waage hat. Aber man nimmt davon nicht Fett zu. Und deswegen gehe ich im Raus aus der Lustfalle-Programm halt so vor, dass ich sage, traut euch bitte, euch daran satt zu essen, meinetwegen auch euch zu überessen und meinetwegen auch das 1, 2, 3, 4, 5 Wochen lang. Es wird sich von selbst regulieren. Es hört auf und trotzdem, obwohl die Leute sich überessen, besonders in der Anfangsphase, nehmen sie nicht zu. Ich hatte gestern, war es gestern, denn vorgestern hatten wir ein Webinar von einer, wo eine Kursteilnehmerin, die auch jegliches Essen kontrolliert und Angst hat zuzunehmen und alles mitzählt, der ich dann auch gesagt habe, bitte mach dir nicht so einen Kopf über die Portionen und mach dir auch nicht so einen Kopf über die Menge an Kalorien, denn du wirst nicht zunehmen, du wirst nicht zunehmen, du wirst nicht zunehmen und du bist irgendwann auch satt, du hörst irgendwann auf zu essen und die Portionsgrößen regulieren sich. Das sind zwar große Portionen im Raus aus der Lustfalle Programm, aber die schlagen nicht zu Buche. Die machen nicht das, was man nicht möchte, nämlich dass man zunimmt von dem Essen. Das machen sie nicht. Klar, mag sein, auf der Waage seht ihr, dass Gewicht mehr wird, aber durch diese Zeit muss man durch. Man muss durch die Zeit durch. Wenn das Gewicht auf der Waage doch mehr werden sollte, dann ist das kein Fett, dann ist das Wasser. Dann ist das Wasser, was am Glykogen gebunden ist, falls man von Low Carb kommt und wenn man nur Junk isst und keine Ballaststoffe, dann kann es auch sein, dass der Magen-Darm einfach voller ist. Aber wenn man zumindest, wenn man dem Raus aus der Lustfalle Programm folgt, wird man abnehmen. Die meisten Leute, die übergewichtig sind, nehmen in diesen 3 Wochen Challenge zwischen, wenn es Frauen sind, 4 bis 5 Kilo ab. Und das beim Sattessen. Und das auch beim Überessen. Und genau das ist der Punkt. Meine Worte helfen aber nicht. Meine Worte helfen nicht. Erst die eigene Erfahrung hilft. Und was auch hilft, wenn man am Raus aus der Lustfalle Programm teilnimmt, dass Leute, die das schon mal gemacht haben, denen dann sagen, doch, die Portionen werden kleiner, glaub mir. Und ich habe trotzdem in den letzten 365 Tagen, die ich das mache, 20 Kilo abgenommen. So, die Portionen werden kleiner. Sie werden kleiner und man hört auf, sich daran zu überessen. Und das muss man einfach tun. Jetzt würde ich natürlich auch noch einschränken, wenn man so jemand ist, der auch bei gesunden Sachen zu viel isst, sollte der eher zum Raus aus der Lustfalle Programm greifen, was ich ja in meinem Buch auch schildere. Man muss nicht notwendigerweise das in der Gruppe machen, aber in der Gruppe hilft es einfach wesentlich mehr, bei der Stange zu bleiben und ihr trefft auch Leute, die das schon mal gemacht haben. Also so. Der nächste Durchlauf ist dann übrigens im April, 15. April geht's los, aber bis dahin sage ich das noch ein paar Mal, ist ja jetzt noch früh. Im Kaloriendichte-Kurs, abnehmen in ihre Kaloriendichte, da würde ich das nicht so pauschal unterschreiben, dass man sich daran auch überessen darf. Denn da sind durchaus Sachen drin, über die man auch die Kontrolle verlieren kann. Und für Suchtesser ist vielleicht Abnehmen mit niedriger Kaloriendichte nicht das Nonplusultra. Ob man Suchtesser oder ist oder nicht, das weiß man im Idealfall selber am besten. Da sind auch so Sachen erlaubt wie halt Sojajoghurt, der für viele Veganer, wenn sie Zucker aufbleiben lassen, zur favorisierten Drogennahrung wird, wie auch Nüsse oder so, weil das Zeugs Fett enthält und dann aufs Belohnungssystem wirkt. Oder auch so Sachen wie rote Grütze, wo dann Zucker drin ist, ist im Rahmen von Abnehmen mit niedriger Kaloriendichte durchaus erlaubt. Aber wer essgestört ist oder esssüchtig ist, und ich bin ja der Auffassung, dass jeder Essstörung eine Esssucht zugrunde legt, also jeder, der essgestört ist, der profitiert
Nicht davon denke ich, wenn er mit Abnehmen mit niedriger Kaloriendichte versucht, seine Essstörung zu heilen. Eher mit dem raus aus der Lustfalle Konzept. Aber auch nur dann, wenn man sich satt ist. Und beim raus aus der Lustfalle Konzept, da kann ich es euch, ich habe jetzt 7 Jahre Erfahrung damit, Leute zu betreuen mit genau diesem Programm. Sie alle sagen, ich kann mich vollstopfen mit Essen. Ich kann viel zu große Portionen essen. Ich kann sogar so viel essen, dass mein Magen meint, weh zu tun. Zu Anfangs. Und trotzdem nehme ich ab. Das ist das einfach. Und dann reguliert sich das. Und dann werden die Portionen kleiner. Und dann nimmt man weiter ab und isst normale Portionen und hat aufgehört, diese zwanghafte Beziehung zu Essen zu haben und ist nicht dauernd den ganzen Tag nur am Essen planen und denken und zählen. Dieses ganze Gestörte hört dann auf, weil irgendwann der Körper wieder sagt, okay, mit diesem Essen kann ich selber entscheiden. Und endlich erlaubt sie mir auch wieder selber zu entscheiden. Deswegen esse ich das jetzt. Habe ich mich verständlich ausgedrückt? Es waren mindestens 3, ich glaube Mädels, die mir diese Frage gestellt haben, unter dem zum Thema so, aber Silke, ich überfresse mich auch an gesunden Sachen. Was kann ich tun? Überfress dich. Meine Antwort darauf ist, überfress dich an gesunden Sachen. Es dauert nicht ewig, es dauert ein paar Tage, vielleicht auch ein paar Wochen und dann hört es von selber auf. Das kann ich dir aber nicht abnehmen, diese Aufgabe. Das musst du einfach selber machen. Du musst es einfach wagen. Anders wirst du dann niemals, jemals rauskommen. Und wie gesagt, ich habe 7 Jahre Erfahrung darin, mit dem Raus aus der Lustfalle Programm, was ich in meinem Buch schildere, Leute genau da rauszuholen und die haben alle Gewicht verloren. Alle. Auch die, die sich überfressen haben. Das. Okay. Kann das jemand bestätigen von den Zuschauern, die das Raus aus der Lustfalle Programm gemacht haben? Dieses Video jetzt sehen und denen das mit auf den Weg gehen können, das wäre toll, gerne unten drunter. Ansonsten, ja, da habe ich wieder vergessen zu sagen, der Diabeteskurs. Diabetes einfach wegessen ist buchbar bis zum 18. März, da geht er los. Bis zum 18. Februar kostet er aber nur noch 49,90 €. Daher schnell zuschlagen vor dem 18. Februar, denn dann geht der Preis rauf auf 89,90 €. Das findet man unter www.silke-rosenbusch.de/diabetes. Macht's gut, ich sag ciao, bis dann, eure Silke.